Phase 2 – Wadenheber. Diese Übung fördert Ihre Balance, Koordination und die Kontrolle des Rumpfes. Außerdem stärkt sie Ihre Wadenmuskulatur, die nach längerer Bettruhe oft geschwächt ist, und sie regt die Durchblutung an. Sie kann leicht in den Alltag integriert werden. Stellen Sie sich so aufrecht wie möglich hin und stützen Sie sich auf einem Stuhl ab. Spannen Sie sanft Ihre tiefe Bauchmuskulatur an und heben Sie sich dann auf Ihre Zehenspitzen. Stellen Sie sich einen Ballon vor, der Sie am Kopf zur Decke hinzieht. Bringen Sie Ihre Fersen auf den Boden zurück und wiederholen Sie dies. Halten Sie Ihre Beine gestreckt und spüren Sie, wie Ihre Wadenmuskulatur arbeitet. Wiederholen Sie dies 5 bis 10 Mal, steigern Sie auf 20.